Die Prüfer. Die Prüflinge. Inyang und Chumani. Sie wollen mit ihren Freunden am Wochenende ein Picknick veranstalten. Planen Sie zusammen mit Ihrem Gesprächspartner, Ihrer Gesprächspartnerin, was Sie machen wollen. Hier sind einige Notizen. Wann machen wir das Picknick? Wo wollen wir das Picknick machen? Was wollen wir beim Picknick essen und trinken? Was können wir außer Essen und Trinken machen? Gibt es noch andere Ideen, Vorschläge? Fangen Sie bitte an. Und vergessen Sie nicht, was ist das Thema? Bitte nennen Sie das Thema. Okay, Inyan. Wir wollen ja mit unseren Freunden am Wochenende ein Picknick machen. Ja. Und wir sollen planen, was wir machen wollen. Ja, okay. Wann machen wir das Picknick? Was schlägst du vor? Wollen wir das Picknick nächste Woche? Am Sonntag machen? Einverstanden. Und um wie viel Uhr machen wir das Picknick? Am Nachmittag? So gegen 15 Uhr? Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Und wo wollen wir picknicken? Hast du eine Idee? Sollen wir bei uns im Stadtpark unser Picknick machen? Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Was wollen wir beim Picknick essen? Hast du eine Idee? Mach mal einen Vorschlag. Wir könnten Baguette mit Käse und Wurst essen.
Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. Und ich kann einen Kartoffelsalat machen und mitbringen. Prima. Ich kann auch einen Kuchen backen und mitbringen. Ja, mach das. Ich liebe deine Kuchen. Weißt du was? Ich könnte auch etwas Obst mitbringen. Trauben, Äpfel, Bananen, Kirschen. Ja, mach das. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Und was wollen wir trinken? Wir könnten Tee trinken. Ich habe eine große Thermoskanne. Die kann ich mitbringen. Super Idee! Dann bringe ich noch Cola, Wasser und Apfelsaft mit. Gut. Was können wir außer Essen und Trinken sonst noch machen? Hast du eine Idee? Ich schlage vor, dass wir Karten spielen. Was hältst du davon? Das finde ich nicht so toll. Wieso? Das ist total langweilig. Langweilig? Ja. Lass uns lieber zusammen Fußball spielen. Das macht total Spaß. Wir könnten auch Federball oder Ping-Pong spielen. Wie findest du das? Also gut. In Ordnung. Super! Ich kann einen Fußball, Federballschläger und einen Federball mitbringen. Hast du Ping-Pong-Schläger und einen Ball? Ja, habe ich. Ich kann alles mitbringen. Dann haben wir das ja geklärt. An was müssen wir noch denken?
Wir brauchen noch Teller, Becher und Besteck für unser Picknick. Das kann ich alles mitbringen. Prima. Und ich bringe eine große Decke mit. Dann müssen wir nicht auf dem Gras sitzen. Ich rufe gleich unsere Freunde an und sag Bescheid, okay? In Ordnung, prima. Damit ist die Prüfung beendet. Vielen Dank.